Einen wunderschönen guten Morgen. Wir werden heute zweistellig, denn heute ist der 10. Dezember und das heißt, es ist wieder Zeit, das Türchen aufzumachen. Oh, ich bin schon gespannt. Kriegen wir heute unser Katapult oder vielleicht, wahrscheinlich, nachdem wir hier auch schon die kleinen Paddel gekriegt haben, wahrscheinlich wird es auch heute, ich vermute mal, wieder etwas Kleineres werden. Aber wir gucken mal, das Ganze ist hier oben, Türchen Nummer 10. Dann schauen wir mal, was wir haben. Oh nein, es ist soweit, yay, mega cool. Wir haben das Tusken-Katapult, juhu. Das heißt, wir können tatsächlich gleich Tusken gegen Imperium spielen. Ha, super cool. Dann baue ich das mal eben schnell zusammen. Ja. Und dann können wir gleich tatsächlich einen Star Wars spielen, sozusagen. Also, fröhliches Basteln. Yay! Das Katapult ist fertig und bevor ich den Tusken heranlasse, Funktionsprüfung auf den Stormtrooper in 3, 2, 1. Knapp daneben ist auch vorbei. Warte mal, da müssen wir gleich nochmal Funktionstest gucken. 1, 2, 3. Och, ich habe einfach kein Glück. Jetzt ist es auch noch runtergefallen. Na gut, dann schieße ich jetzt halt gar nicht mehr damit. Naja, es sieht ganz cool aus. Es wirkt wie so eine Mischung aus Pitch Black und dem Flugzeug der Gebrüder Wright. Da fragt mich jetzt nicht, wie ich auf solche Assoziationen komme. Es ist aber so. So, dann gucken wir mal jetzt hier. Der Kollege Tusken, der will jetzt nämlich das Katapult auf jeden Fall auch bedienen. Oh, gucken hier. So, was jetzt hier da rankriegen. So, das Schöne. Haha, sieht da so ein bisschen aus. Könnte auch eine alte Oma mit dem Einkaufswagen sein. So, naja, okay. So ist das. Ein Tusken schiebt einen Katapult-Einkaufswagen. Ich meine, gut, wer geht jetzt nicht? Ich meine, wir haben Corona, da muss man mit allem rechnen, ja, auch mit Katapulten zum Einkaufen gehen. Man kann nie wissen, wann sich irgendjemand um das Toilettenpapier mit einem kloppt. In diesem Sinne freue ich mich schon auf das morgige Türchen. Das haben wir dann hier, die Nummer 11. Und Schnapszahlen öffnen. Na, das wird ja interessant. Mal gucken, vielleicht lasse ich mir was Besonderes einfallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, Schnapszahlen aufmachen, was ihr euch vielleicht Spannendes vorstellt. In diesem Sinne, kommt gut durch den letzten Tag der Woche. Es ist ja sogar Freitag, das heißt, es ist endlich Wochenende. Yay! Okay, bis dahin.